Danke. Also vielleicht, Angela, wo bist du? Angela, wolltest du vielleicht was sagen zu Russland? Also ihr habt ja bestimmt mitbekommen, dass Angela Merkel beschlossen hat, am 9. Mai nicht nach Russland zu fahren, sondern nach Moskau zum großen 70. Jahrestag des Sieges über den Hitlerfaschismus. Stattdessen möchte sie einen Tag später den Kranz hinterlegen am Grab des unbekannten Soldaten. Genauso hat USA seine Teilnahme abgesagt. Man muss wissen, dass der 9. Mai in Russland der größte Nationalfeiertag überhaupt ist. Dort herrscht regelrecht Partystimmung. Dort sind zigtausende Menschen in allen Städten auf den Straßen. Und wir, gerade wir als Deutsche, wir sollten unsere Verbundenheit und unsere Freundschaft zeigen mit dem russischen Volk. Und deswegen gibt es eine Aktion, ich werde es nachher auch nochmal in der Mahnwachengruppe posten. Wir fahren nach Moskau. Und zwar haben sich jetzt mittlerweile schon einige Menschen zusammengefunden. Es gibt 40 Zusagen, bei 10 weiß ich genau, dass sie fahren oder fliegen. Und wir fliegen am 8. Mai nach Russland, werden dann am 8. oder am 9. Mai abends Blumen niederlegen am Grab des unbekannten Soldaten mit einer Schleife dran, damit Angela Merkel sieht, dass wir da waren. Und wir werden in Moskau in den Straßen sein und wir werden als Deutsche erkennbar sein und wir werden uns beim russischen Volk bedanken. Wie gesagt, wer es überlegt, im Moment, es ist nichts so günstig wie momentan ein Wochenende in Moskau zu verbringen, mit Flug hin und zurück, direkt ab Berlin, Übernachtung im Hotel bzw. im Hostel, läppische 250 Euro. Und vielleicht hat jemand Lust, sich da noch anzuschließen, sich zu informieren. Wie gesagt, ich poste nachher nochmal die Veranstaltungsseite, wo man sich auch austauschen kann. Und noch was, ich habe hier drüben ausgelegt die Free 21, die neue Zeitung. Die könnt ihr euch gerne mitnehmen. Ich habe die abonniert. 10 Exemplare habe ich mitgebracht. Es wäre nur schön, wenn ihr dann dafür vielleicht eine kleine Spende in die Mahnwachenkasse machen würdet. Ansonsten wurde, glaube ich, heute hier schon sehr, sehr viel gesagt. Ich möchte bloß noch mal an die Worte von Obama erinnern bei BBC. Manchmal müssen wir den Ländern, die nicht das tun, was wir wollen, den Arm umdrehen, damit sie das tun, was wir wollen. Oder wie in einem Interview ein NATO-General gesagt hat, es geht darum, seit 100 Jahren nur darum, die Freundschaft zwischen Deutschland und Russland zu verhindern. Denn die Freundschaft zwischen Russland und Deutschland ist das Einzige, was uns gefährlich werden könnte. Und das sollten wir bedenken. Und wenn ihr die Free 21 lest, dann lest ihr darin, was sind die wirklichen wahren Ursachen für Kriege. Es sind Handelswege, es sind Ressourcenkriege und es geht nie um Demokratie und Menschenrechte. Denn wenn es darum ging, dann würden Länder, in denen Krieg herrscht, wo es aber keine Rohstoffe gibt, auch militärische Unterstützung bekommen. Die gibt es aber nicht. Diese Menschen werden vergessen, sie verhungern ganz einfach, wenn es dort Naturkatastrophen gibt. Die werden vertrieben. Um die kümmert sich kein Schwein, auf Deutsch gesagt. Und warum? Sie haben keine Rohstoffe. Da ist nichts zu holen. Nur Länder, wo es Öl gibt, seltene Erden und sonstige Sachen, da bringt Amerika Demokratie hin. Und dazu sage ich Nein. Nein zum Krieg, ja zum Frieden mit allen Völkern auf dieser Erde. Dankeschön.